Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video. Und ja, dann. Ab geht's, tragen wir den mal da raus. Unseren verletzten Kumpel. Oh, schau dir diese Maps an. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh Mann, verdammt. Halt das Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Oh, da war ein Kopf. Wir marschieren hier gemütlich nach dem Banküberfall einfach hier durch die Straßen. Als wie wäre nichts geschehen. Weg mit dem Telefon. Los! Ich bestehe auf einer Entschuldigung. So, und? Halte die Augen auf. Nehmen wir ans Telefon. Du blöde Sau! Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja, sind wir. Okay, dann. Ab zum Fluchtort. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen. Zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Ja, dann gehen wir doch. Hm? So, einfach nur die Straße vor. Pass auf! Vorsicht, du blöde Sau! Vorsicht, du blöde Sau. Immer wieder, immer wieder. Oh Mann, Alter. Oh man. Und damals war ja Karneval noch besser. Hier lang, Mann, durch die Bahn! Mir zu erzählen, die Party sei vorbei! Oh shit. So, dann komm hier mal die Bahn noch durch. Und dann muss man eben noch geraucht. In den ganzen Gaststätten. Und das sind Korb. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Halt's Maul, Josh, wir müssen weiter. Wir wurden im Frenchport verlassen, aufgefunden. Alle Einheiten, bitte bestätigen. Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen, etwa 1,93 Meter groß, einen männlichen Weißen, etwa 1,80 Meter groß, und den zwei unbekannten Komplizen. Sie sind bewaffnet und extrem gefährlich. Oh, shit, und hier marschieren wir gerade durch. Was gechillt. Nee, die dreht mir fluff, ja. Ich muss mir den Fusel abgewöhnen. Oh Mann, aber die checken das anscheinend alle gar nicht. Ganz witzig eigentlich. Jetzt hoffe ich, dass wir bald mal zum Fluchtort. Ja, endlich. Oh Mann, ey. Oh Mann. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein, ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Oh Mann. 34. Rote Fahndungszone. Du bist in einer roten Fahndungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Um die Polizei abzuhören, verlassen die Blinker aktivieren die Fahndungszone oder verstecken. Gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Lol. Hab ich mich mal erschrocken, Alter. Mann, wie schnell die Cops aber auch jetzt da waren. Krass. Ja, und so schnell stirbst du. Ich will jetzt eigentlich gleich laufen, einfach laufen, 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 laufen. Oh Mann, ich hab hier noch so coole Audio. Hm. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen.
Ich will lieber im Schlaf sterben. Den Rest von uns überreden zu streiken. Lassen Sie mich in Ruhe. Alle raus hier. Ciao. Oh, verzeihung. Nein, dann kann ich nicht raus. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie... Wo kommen wir hier schnell weg? Hier ist ein Friedhof. Hier können wir uns bestimmt aber... An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Hier können wir uns bestimmt relativ gut einstellen. Blaue Polizeizone. Du bist einige Verfolger losgeworden und bist jetzt in einer blauen Polizeifahndungszone. Schau dir diese Fahndungszone auf der Minikarte an. Falte dich unauffällig. Um die blaue Zone zu verlassen. Das mache ich jetzt auch. Oh Gott, das ist ein Kopf. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Wenn das Mädchen die Hoffnung läuft vorbei. Brauche ich wohl einen zweiten Job. Wie schon an alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. An alle Einheiten. Code 60. Officer im Einsatz verletzt. Nein! Wir bekommen die auch überall hier, die Penner. Oh Mann. Ja, jetzt laufen. Raus hier! An alle Einheiten, Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Was haben wir schon? Natural, hey! Was wirklich denn da immer auszusehen findet? Hast du dich, Idiot? Jetzt wäre ich wieder... Digga, es ist so ein Witz! Wo soll ich denn hier durchkommen, Digga? Hä? So, jetzt komm. Komm halt auch nirgendwo. Oh, Digga, es ist so eine Rotze des... Och, Digga. Ehrlich, Jungs, was fuckt mich das jetzt ab? Wie schwul? Muss ich denn da bitte weglaufen? Digga. Lauf doch jetzt. Yeah.
So, jetzt verstecke ich mich hier einfach mal. Warten wir einfach mal hier und hoffen jetzt, dass die Kopf dann die Suche bald aufgibt. Wir haben uns eigentlich relativ gut versteckt, oder? Sollten wir hier einfach mal. Wir machen gar nichts. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Ja, jetzt kommst du mal weiter. Aber bitte nicht in meine Richtung. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Politische System durchbrechen müssen. An alle Einheiten, Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Nice. Okay, jetzt verhalte ich mich hier. Lange Zeit war es mein Traum, eine Nummer zu spielen und Dr. King sitzt mitten im Publikum. Wäre der Wahnsinn gewesen, in den Saal zu schauen. So, jetzt warte ich, bis die Kraft halt wechseln und dann. Das ist eigentlich zu chillen. Verstehe. Was man nicht. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Einige der Kids haben angefangen, ihre Protestslogans auf Mauern zu schreiben. Und solange. Hier ist der Gefänger. Versuchen wir es da drüben. Oh Mann, ist wahrscheinlich das dumm. Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Tötungsdelikt im French Ward. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte Einsatz. Ja, und jetzt komm, lauf. Ja, und jetzt rüber. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Schwierig. Steig ein. Okay. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Die haben aber mal mitgenommen, die Kameraden hier. So, und schöner Drift hier rüber. Und jetzt gehen wir aber Gas. Ja. Komm, ein scheiß Kopfauto hinten dran. Aber das hängen wir jetzt hoffentlich ab. So, komm. Das war jetzt mal ein bisschen blöd. Will ich ja mal hier vielleicht behaupten. Und weg. Und weg. Und einfach weg. Oh, komm. Gib Gas. An alle Einheiten. Verdächtige Jawohl. Ich wiederhole, wenn
wir hier lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Das Stück mit meinem Tab, mein Ziel. Okay, und was für ein Ziel? Sollen wir da jetzt auswählen? Okay, gut, dann schauen wir mal, was hingeht jetzt. Die ganze Kacke. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Machst dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Dazu. Hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze. Danke. Mua. Mua. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja, das soll ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. What the fuck? Was? Wow. Na, wo soll's denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Krass, krass. Hätte ich nicht geglaubt, dass es so jetzt da irgendwie das Ganze weiter beschreibt. In der Art und Weise, sag ich jetzt mal.
Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sal Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Schön, 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 schön. Eigentlich ganze krasse Story, was da dahinter ist. Mit dem ganzen Spiel. Story-Auftrag freigeschaltet. Ich muss es aber tun. Ich brauche jetzt doch noch irgendwas zum Heilen. Wenn ich das anschaut. Perfekt. Und da ist noch irgendwas. Sichere Zufangskarte. Elektronische Wörter, du hast ausgebaut, elektronische Wörter. Hast du die mal gebraucht? Nice. Ja, perfekt. So, okay, dann. Da nach vorne müssen wir. Dann machen wir das doch auch mal glatt, dass wir gleich mal nach vorne gehen.
Was ist eigentlich die ganze Zeit mit der Musik? Das ist auch so geistig eigentlich. Okay. Spiegeln wir mal ein hier. Oh Master, wo müssen wir hin? Wartet das ja nicht da. Sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden. Ja. Und auf geht's. Der war Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du deine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meinte, es ist Zeit, dass Sam in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Oh Gott, das fahre ich gerade zusammen hier, das ist ja Wahnsinn. So, was komm. Ich sagen? Schwierig ist anders zu sehen. Jetzt aber, fahren wir richtig. Hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt so und jetzt geradeaus. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass du das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht. Na, hier hoch. Den Kopf geschossen hat. Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du... Ich will mal ganz kurz schnell das da holen, wenn man das so Sachen sammeln kann. Das ist, glaube ich... Oh, Zeugen sind Unbeteiligte, die nächstes Telefon oder Kopf brennen, wenn sie dich bei einem Verbrechen beobachten. Schalte Zeugen aus, ohne sie gleich umzubringen, ohne dass sie dich weitere Zeugen oder gar Polizisten einfach sehen. Heilige Scheiße! Ja, und das schnell erledigt, jetzt gehen wir zu unserem normalen Auto. Was wäre jetzt dann hier unter dem Auto? Hier ist doch dann auch irgendwas, ne? Ja, hier ist immer das Auto, ein bisschen weg da, ne? Ach, wahrscheinlich unter mir, oh mein Gott, nicht blöd. Nee, das ist doch mein ganzes Auto, ich bin zu dumm. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Scheiße gemacht, so. Und stellen wir wieder unser Auto ein. Und Abfahrt! Wo war ich gerade? Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Oh Mann, ist das eine weite Fahrt bis da. Wir fahren hier durch die ganze Stadt. Einmal durch, bis wir... dort ankommen, wo ich ankommen will. Wow. Ja, irgendwas vorbei. Aber hier ist doch schnell was zu heilen. Ja, lass mich ganz kurz schnell das zum Heilen holen. Ja, ich bin was zum Heilen. Besorgt dir eine Adrenalinspritze! Hab ich. Hey! Tut mir sehr leid. Leg das zurück. Ja, dich meine ich. Scheiße. Ja, und weg. Keiner ruft bei den Cops. Direkt. Ich kann wieder in mein Auto einsteigen und... liegen weiter von Alter, fährt hier ein Traktor vorbei. Ich glaube, ich werde nicht. So, und weiter geht's.
zu Sammys Bar, um meine Sachen zu holen. Jetzt glaube ich, haben wir diese Vorgeschichte soweit mal durchgespielt. Und jetzt können wir schon langsam auch diese ganzen Sachen einsammeln und was machen. Genau. Wir sind ja auch bald da. Es sind 300 Meter noch. Wir sind ja bald da. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Oh, ganz leicht. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Ja. Dann steigen wir mal aus. Da und hier rein. Sammys Bar. Krass, wie es hier aussieht. Wow. Jetzt kommen wieder die Erinnerungen hoch. Willkommen daheim, mein Junge. Wow. Das ist krass. Das ist sehr krass. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hunde holen? Wow, das ist sehr, sehr krass, gell? Seine Karre ist der Hammer. Wow. Sehr, sehr krass. Ja, ist ja krass. Ich will dich als Chef von Hollow. Aua, 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 aua. Was zum Geier? Ich will nur mal ganz kurz, was ich mir da nach hinten. Nicht der hier nach hinten, ja. Nicht der. Ich weiß nicht, wo oder was das ist. Okay, ich muss auf jeden Fall hier runter. Und da wird hier auch mal wieder gespeichert. Ja. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgesteckert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Kampfmesser. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigungen auswählen. Okay. Versteck draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkere es lieber im Safe. Benutze den Safe in Sammys Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Okay, dann gehen wir mal an den Safe. Dann haben wir alles. Das haben wir dann schon mal alles. So, haben wir sonst hier noch irgendwas? Neue Outfits verfügbar. Du hast neue Outfits freigeschaltet. Wechsel dein Outfit mit Hilfe des Kleiderschranks in einem Unterschlupf. Okay. Na, das ist auch gesammelt. Cool. Da ist das Safe. Und da ist mein Kleiderschrank. Okay. Jetzt habe ich hier. So, okay. Haben wir das. Und hinten gibt es eh nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Was? Mehr rüber. Und hier meine Karre. So, dann gehen wir mal mit Bruno rum. Ja, die machen wir gleich aus.
Sonst geht das nur wieder schief hier. So. So, dann packen wir hier mal rein. So. Oder warte, wir kommen. Nein, wir können hier nicht einfach so mitten Ding stehen bleiben. Das geht nicht. So. Müssen wir schon hier nach unten fahren. Das andere wäre ja relativ krass. So, und Leute, ich werde es übrigens so machen, dass ich jetzt nicht mehr bei jeder Folge hi und, also nicht jede Folge neu begrüße und mich verabschiede, sondern ich werde quasi einfach einmal fett aufnehmen und dann das einfach alles in verschiedene einzelne Folgen cutten, weil das so einfach leichter für mich ist. Und ich jetzt dann eh in Köln bin und da jetzt gerade ein bisschen vorproduziere eben und deswegen, ja, genau. Genau, das ist jetzt quasi die letzte Folge, wo ich nochmal sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich werde jetzt gleich weiter aufnehmen. Ach, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis morgen. Bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.